Bei wirklich traumhaftem Wetter kann ich mal wieder sagen, herzlich willkommen zum Hauptstadtsport TV Weekend Flashback. Am Freitag spielte der erste VfL Potsdam gegen den TSV Burgdorf 2. Nach 4 Niederlagen in Folge gab es nun endlich wieder einen Sieg für die Potsdamer mit 27:25. Am Samstag spielten die Spreefüchse in der zweiten Handball-Bundesliga der Damen gegen den SV Werder Bremen. Sie konnten das Spiel mit 27:24 gewinnen. Seit Anfang der Saison trainiert die ehemalige Nationalspielerin Susanne Müller das Team. Ja, und seitdem läuft es richtig gut. 4 Spiele, davon 3 gewonnen. Das ist definitiv eine gute Bilanz. Wochenende sind wir natürlich wieder bei spannenden Veranstaltungen vor Ort. Am Donnerstag findet das Sportfest der Gymnastikabteilung des SV BVB 49 statt. Da kann man nur wünschen, dass das Wetter so gut wird wie heute. Am Sonntag sind wir bei den DMS Masters Landesausscheid Schwimmen. Das findet ja in der Halle statt, aber die Teilnehmer werden natürlich trotzdem nass. Außerdem am Sonntag nach einem Monat Abstinenz sind wir endlich wieder auf der Trabrennbahn Mariendorf am Start. Es steht ein weiterer Lauf zur Goldserie auf dem Programm und der Herbstpokal des VDT. Der ist übrigens mit 125 Jahren der älteste Traberbesitzer und Züchterverein in Deutschland. Die Quoten für das vierte Rennen für die Platzierung 4 mit der Startnummer 4 aus der Besitzergemeinschaft. Und es geht auf die Zielgerade. Namangabo ist hier weit voraus. Namangabo, dahinter wird außen Winnetou Diamant eingesetzt. Wild West Diamant außen, kommt immer dichter heran. Namangabo noch nicht ganz sicher zu Hause. Namangabo immer noch mit 3 Längen vorn. Namangabo gewinnt den Jugendpreis 2019. Zweiter wird Wild West Diamant auf Platz 3. Winnetou Diamant. Es wird spannend, ich freue mich drauf und ich bin am Start. Wir sehen uns also entweder am Sonntag auf der Trabrennbahn Mariendorf oder nächste Woche zum Weekend-Flashback. Bis dann!